Zweites Mantra. Lieber Geist, kümmere dich nicht um die Pflichten und Verbote der Schriften. Diene stattdessen hier in Vraja Sri Radha Krishna eifrig und mit Liebe. Die Veden haben versichert, dass sie die höchste Religion und die höchste Wahrheit sind. Sei in Gedanken stets bei Sri Chaitanya Mahaprabhu. Erkenne in Mahaprabhu Krishna selbst, den Sohn Nanda Maharajas, mit dem Glanz und Gemüt Srimati Radharanis, und sieh in Sri Gurudeva den geliebten Diener Sri Mukundas. Im ersten Vers hieß es, man solle allen Stolz aufgeben und dem göttlichen Paar mit Leib und Seele dienen. Das lässt Raum für einige Fragen. Zuerst einmal, allen Stolz aufgeben ist eine tiefe Anweisung. Dazu gehört beispielsweise, sich von allen materiellen Identifikationen und Vorstellungen zu trennen. Aber wie soll es möglich sein, den Alltag zu meistern, wenn man sich allein als Seele versteht und Krishna dient? Schließlich sind wir gezwungen, irgendetwas zu tun, und jede Art von Handlung, ob gut oder schlecht, ist materiell. Weiterhin, Sri Das Goswami bittet uns, ausschließlich Radha Krishna zu dienen. Doch wie steht es mit Sri Chaitanya Mahaprabhu? Wenn wir ihn neben Radha Krishna verehren, hätten wir zwei Herren und unsere Hingabe wäre nicht ungeteilt. Und schließlich, welche Rolle spielt Sri Gurudeva bei unserer Verehrung? Wie sollen wir ihn sehen? Antwort auf diese Fragen gibt der zweite Vers. Erstens, Nadharmam Shrutigana Niruktam Kila Kuru. Kümmere dich nicht um Dharma und Adharma, die Gebote und Verbote der Schriften. Die Schriften, das sind die ursprünglichen vier Veden, die Upanishaden und deren Ergänzungsschriften wie Puranas und Itihasas. Die Schriften erklären uns, welche Handlungen gut, Dharma, und welche schlecht, Adharma, sind. Was immer ein Mensch tun oder lassen kann, gehört in eine dieser beiden Kategorien. Wenn die Anweisung, weder Dharma noch Adharma auszuführen, uns jegliches Tun verbieten wollte, wäre es nicht möglich, überhaupt zu leben. Offensichtlich will uns Raghunath Das Goswami also nicht den Gebrauch der Sinne untersagen. Die Anweisung ist wie folgt zu verstehen. Es gibt, spirituell gesehen, zwei Arten von Menschen, die Intelligenten und die Unwissenden. Unwissende handeln nur dann religiös, wenn sie dazu gezwungen oder in irgendeiner Form diszipliniert werden. Sobald sie ihren eigenen Launen folgen, entsteht Unheil. Damit solche Menschen zwischen richtig und falsch unterscheiden können, damit sie ihr Glück schmieden können und nicht Unheil stiften, haben die Schriften sämtliche Handlungen in Dharma und Adharma unterteilt. Intelligenz dagegen nennt man diejenigen, die ihre spirituelle Identität kennen und darum einzig und allein und ununterbrochen Sri Krishna dienen. Weil sie Krishna ohne Wenn und Aber lieben, suchen sie ihn in jeder Lebenslage spontan zu erfreuen. Diesen Intelligenten haben die Veden nichts zu gebieten oder zu verbieten, denn sie stehen über solcher Bevormundung. Fußnote 12.
zwei Arten von Menschen, Agya und Vigya. Die Vigya handeln auf der Ebene von Atma Rati, Sadakas mit Shraddha für Raganuga Bhakti zählen auch dazu. Anwärter für den spontanen Pfad der Hingabe, Raganuga Bhakti, die darauf brennen, Radha und Krishna zu verehren und die überzeugt sind, dass es nichts Höheres oder Besseres gibt, werden auch zum Kreis der Intelligenten gezählt. Und sie sind es, denen Raghunath Das Goswami empfiehlt, Gebote der Schriften nicht zu beachten und stattdessen vorbehaltlos dem jungen Paar von Vraja zu dienen. Wie sollten Raganuga Bhaktas dann mit der Welt umgehen? Sie sollen einfach alles, was getan werden muss, für Krishna tun. Diese Formel ist auch für Haushälter segensreich, die dem Kodex von Schriften und Gesellschaft noch unterstehen, die Geld zu verdienen, Häuser zu bauen und Familien zu versorgen haben. Sie können ihre Arbeit der Bildgestalt weihen, die sie zu Hause verehren. Sie müssen nur versuchen, unter allen Umständen Krishnas Diener zu sein, dürfen nicht egoistisch denken, meine Früchte gehören mir. Auch Zeremonien und Familienfeste sollten sie dem Herrn weihen. Dabei helfen ihnen Bücher wie das Hari Bhakti Vilas. Wenn solche hingegebenen Haushälter weiter fortschreiten, werden sie sich ganz natürlich von Geboten und Verboten lösen und es wird ihnen leicht fallen, in Vraja zu leben und nur noch dem göttlichen Paar zu dienen. Wenn nicht physisch, dann doch zumindest im Geist. 2. Sachi Sunum Nandishvada Pati Sutadve Smara. Meditiere über Sri Sachinandana als nicht verschieden von Sri Nandanandana. Sri Krishna kennt man auch als Nandanandana, als Sohn Nanda Maharajas, und Sri Chaitanya Mahaprabhu als Sachinandana, als Sohn Mutter Sachis, oder als Gaurahari, den goldenen Herrn. Gaurahari erschien, um uns Einwohnern der materiellen Welt, die wir von Krishna nichts wissen wollen und im Samsara verstrickt sind, etwas zu bringen, was zuvor nicht bekannt war. Die höchste und erhabenste Form göttlicher Liebe. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist Krishna selbst. Doch er kam mit Srimati Radhikas goldener Körpertönung und ihrer Geisteshaltung. Der Grund dafür war ein persönlicher. Er wollte ihre endlose Liebe für ihn kosten. Man mag fragen, warum es nicht ausreicht, Sri Chaitanya Mahaprabhu zu verehren. Warum noch Radha Krishna, wenn Mahaprabhu doch Radha Krishna in sich vereint? Wenn ich mich an Mahaprabhu wende, bete ich nicht zugleich auch zum göttlichen Paar? Oder im anderen Fall, sollte ich Sri Radha Krishna und Sri Chaitanya getrennt verehren, mal den einen und mal die anderen? Sri Chaitanya Mahaprabhu klärte diese Frage persönlich. Er hörte es nicht gern, wenn ihn jemand als Gott ansprach. Er trat immer als Gottesdiener auf, handelte als spiritueller Meister und lehrte am eigenen Beispiel, wie man vollkommen Krishna dient. Er wollte, dass wir Radha Krishna verehren, zuvor aber bei ihm und beim Guru Zuflucht suchen. Wir achten und befolgen seinen Wunsch, denn nur so wird unsere Verehrung zum verheißenden Ziel führen. Wenn man Sri Chaitanya Mahaprabhu getrennt verehrt, ist es unmöglich zu verstehen, wie er von Krishna nicht verschieden ist.
Man muss beide als ein und denselben geliebten Herrn ansehen. Das ist kein Widerspruch. Jemand, der Krishnas und Mahaprabhus Einheit verinnerlicht hat, kann sich selbst bei der Verehrung Krishnas an Sri Chaitanya Mahaprabhu erinnern. 3. Guru Varam Mukunda Preshtave Smara. Siehe in Sri Gurudeva den geliebten Freund Sri Mukundas. Sri Guru und Krishna sind ein Herz und eine Seele. Sri Das Goswami schreibt hier Mukunda. Wenn man Krishna Mukunda nennt, rühmt man damit seine Gnade, uns von den materiellen Fesseln zu befreien. In Klammer, Mukunda bedeutet der Befreier. Unsere Sicht vom spirituellen Meister ist dann korrekt, wenn wir verstehen, der gütige Krishna hat seinen lieben Gefährten bzw. seine Gefährtin gesandt, um mich aus meinem armseligen Dasein zu erlösen. Es ist also nichts Falsches daran, wenn jemand in seinem Guru die vertraute Freundin Srimati Radhikas sieht. Im Srimad Bhagavatam heißt es, 11.17.27, Acharya Mam Vijaniyat, der Acharya und ich sind eins. Wie Sri Hari Bhakti Vilas und andere Bücher erklären, ist die Bedeutung dieser Aussage die gleiche. Die Beziehung zwischen Guru und Krishna ist sehr innig und vertraut, und deshalb ist der Meister im selben Maße verehrenswürdig wie der Herr. Man sollte aber Kraft dessen nicht schlussfolgern, es genüge, allein den Guru zu verehren. Den Guru als Gott anzusehen, wäre ein Vergehen. Das Hari Bhakti Vilas 4.344 zitiert Krishna wie folgt. Prataman tu gurum puja tatash chaivya mamar chanam kurvan siddhim avapnoti hi anyatya nishpalam bhavet. Ein Gottgeweihter wird dann erfolgreich, wenn er erst dem Guru dient und anschließend mir. Mich gesondert zu verehren, zeitigt keinen Nutzen. Jayadakyana Samhita Narayanopi Vikritim Yati Guru Prachyutasya Durbhute Kamalam Chaladapetam Shoshyati Ravir Na Pashyati Chayadakyana Samhita. Dieser Vers vergleicht den Guru mit kühlem Wasser und Krishna mit der Sonne. Wer seinen Meister missachtet und sich Krishna direkt zuwendet, macht sich zur Zielscheibe göttlichen Zorns. Der Lotus im Wasser erblüht und glänzt in den Strahlen der Sonne. Der Zuflucht des Wassers beraubt, aber wird er unbarmherzig versenkt. Erläuterung. Aus dem zweiten Vers erfahren wir, was für den spontanen Pfad Rag Anuga Bhakti wichtig ist. Im ersten Vers verlangte Sri Das Goswami, Stolz aus dem Herzen zu verbannen. Mit anderen Worten, Lug und Trug und alles vom wahren Selbst Verschiedene. Anschließend empfiehlt er nun, das zu ignorieren, was die Schriften verbieten, vorschreiben oder gestatten. Kurz, sämtliche Pflichten und Gesetze und allein Sri Radha Krishna zu dienen. Man könnte sich wundern, jeder Mensch muss irgendwie handeln und gewissen Praktiken und Regeln folgen. Andernfalls gibt es ein heilloses Durcheinander. Streng genommen würde man, ohne tätig zu sein, nicht einmal seinen Körper am Leben erhalten.
Raghunath Das Goswami aber sagt, folge keinen Pflichten. Wie ist das zu verstehen? Es ist so zu verstehen. Handeln, das uns unserem Lebensziel näher bringt und uns im Jetzt und in der Zukunft hilft, nennt man Dharma. Das Richtige zu unterlassen, nennt man Adharma und sündhaftes Handeln, Vidharma. Adharma und Vidharma sind unwillkommen. Besser belastet man sich nicht mit ihnen. Dharma jedoch ist unerlässlich. Jeder muss bestimmten Regeln folgen. Welche Vorschrift man allerdings einhält und welche nicht, ist abhängig von persönlicher Qualifikation und Entwicklung. Dharma ist nämlich von dreierlei Art. Für Materialisten, für Transzendentalisten und für Gottgeweihte. Fußnote 13. Es gibt Dharma für Karmis, Jnanis und Bhaktas. Karma und Jnana Dharma wird hier abgelehnt. Bhakti Dharma nicht. Für weltzugewandte Menschen, auch wenn sie fromm sind, gilt: Wer noch an den Früchten seiner Arbeit hängt oder kein Vertrauen in Gespräche über mich besitzt, muss gewissenhaft weiter seinen Pflichten nachkommen. In den Veden liest man Ahimsa Paramo Dharma. Höchste Religion ist: Tu niemanden Gewalt an und liebe deinen Nächsten. Pitri Devo Bhava. Matri Devo Bhava. Ehre Eltern und Ältere. Atihi Devo Bhava. Sei gastlich auch zu Ungeladenen. Acharya Devot Bhava. Achte deine Lehrer. Religiöse Menschen kommen nicht umhin, im Alltag solche Gebote zu beherzigen. Das Problem ist, dass sie sich damit im Karma-Kreislauf verstricken. Keiner sollte denken, man könne frei von Problemen und Störungen leben, denn kein frommes Werk beschert ungetrübtes Glück. Der frisch Vermählte erhofft sich Glück in der Ehe, doch die Wonne ist meist nicht von Dauer. Der Materialist jagt den Reichtum, muss aber letztlich feststellen, dass er außer Scherereien nichts gewonnen hat. Dieses Phänomen verdeutlichen die Veden mit illustren Beispielen, zum Beispiel in den Geschichten von den Pandavas und Maharaj Harishchandra. Die Pandavas waren Krishna völlig ergeben und Harishchandra ein Sinnbild eiserner Frömmigkeit. Aber trotzdem war ihr Leben mit Tragödien und furchtbaren Schicksalsschlägen gepflastert. Wer irgendwann versteht, dass jeder Bemühung das Leid wie ein Schatten folgt, wünscht sich Befreiung. Karma Chetani Nirveda Kritaha. Sobald man sich des Elends mit dem Karma bewusst wird, entwickelt man Loslösung. Wenn es nicht länger zum Weltlichen hinzieht, der wird ein Transzendentalist und strebt nach höherem Wissen. Trotzdem findet er auch hier nicht Erfüllung, obschon sich die Veden dem Pfad zur Freiheit ausführlich widmen. Lediglich über die Transzendenz zu hören, Gott als Substanz ohne Form und Eigenschaften zu verstehen, bar jeder persönlichen Beziehung, da fehlt etwas. Es mangelt an der Essenz. Eine leere Wahrheit kann die Seele nicht befriedigen. Wenn der Suchende aber Ohr und Herz den Gottgeweihten leiht und über Krishna hört, wird bald ein Wunsch in sein trockenes Herz kommen, der Wunsch, dem Herrn zu dienen. Dann gibt er beides, Anhaftung und Loslösung, schnell auf.
Srimad Bhagavatam 11.11.32 beschreibt es so: In den Veden habe ich den Menschen ihre Grenzen gesetzt, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Wer Dharma folgt, handelt recht, und sein Herz wird rein. Wer seiner Schuldigkeit nicht nachkommt, tut Unrecht. Wer all dies weiß und dennoch seine Pflichten aufgibt, weil sie ihn hindern, mir zu dienen, wer überzeugt ist, dass allein Hingabe zu mir Vollkommenheit gewährt und ausschließlich mich verehrt, er ist der Beste von allen. Sridas Goswami belehrt also seinen Geist: Gib Dharma und Adharma auf und folge allein dem Dharma der Seele. Vergiss, was deiner spirituellen Natur fremd ist, und diene Tag und Nacht dem jugendlichen Paar. Fußnote 14. Das Thema wird näher erläutert in Bhagavad Gita 18,66. Sarva Dharman Parityaja. Wem wird man zu solch drastischen Schritten raten? Anweisungen dieser Art sind angebracht für Gottgeweihte, die zwar noch nicht transzendentale Freude kosten, wohl aber begierig sind und den Tag herbeisehnen, an dem sie Mahaprabhus Gunst erlangen und Sri Radha Krishna dienen können. Hieraus kann man schließen, dass Sri Mana Shiksha auf Rag Anuga Bhakti abzielt, den Pfad spontaner Liebe und nicht auf Vaidhi Bhakti, regulierten Dienst. Wer solche Begierde, Radha und Krishna zu dienen, nicht entwickelt, auch nachdem er über Sri Chaitanya und seine Taten genügend gehört hat, ist wahrlich zu bedauern. Rag Anuga Bhakti steht allen offen, denn jeder ist von Natur her Krishnas Diener. Manche Leute wollen Rag Anuga Bhakti unter Verschluss halten. Sie warnen davor, den 10. Kanto des Srimad Bhagavatam zu lesen, der von Krishna und den Gopis handelt. Diese Themen können missverstanden werden und Unmoral begünstigen. Sie seien nur für Fortgeschrittene bestimmt. Gänzlich fehl am Platze ist die Vorsicht nicht. Doch muss man ein wenig unterscheiden. Menschen, die fast wie Tiere leben, denen Moral und höhere Werte einerlei und Tugenden wie Sinnenkontrolle fremd sind, lesen besser nicht über die Gopis. Raghunath Das Goswami aber weiß, was er tut, wenn er empfiehlt: Radha Krishna Prajura Parijaryam Iha Tanu. Lebe in Vraja und diene eifrig Radha Krishna. Er weist die Rag Anuga Aspiranten an, sich mit Krishna und den Gopis Tag und Nacht zu beschäftigen. Auch Sri Rupa Goswami im Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.2.295 schreibt: Seva Sadaka Rupena Siddha Rupena Chatrahi Tat Bhava Lipsuna Karya Vraja Lokanu Sarataha. Wer begierig zu Krishna möchte, soll den Herrn mit Körper und Geist verehren. Mit dem Körper, indem er mir und anderen Goswamis folgt, und innerlich, indem er mit spirituellen Sinnen nach Herzenslust dient. In derselben Stimmung wie die Vrajvasis, denen er nacheifert, und unter Führung Sri Radhas, Lalitas, Vishakas, Rupamanjaris, Ratimanjaris und anderer. Was bedeutet es, Gott vollkommen zu dienen? Sri Rupa Goswami erklärt: Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.1.11 Anya Bilashita Shunyam Jnana Karmadi Anamritam Anakulyena Krishna Anushilanam
Bhaktir Uttama. Woran erkennt man den Geweihten mit makelloser Hingabe? Er strebt nicht danach, irgendetwas in dieser Welt zu erreichen und wünscht sich auch nicht Befreiung. Er begehrt nichts außer einem, Sri Krishna glücklich zu sehen. Daher bemüht er sich ohne Unterlass, ihn zu erfreuen, ob er nun arbeitet, spricht, denkt oder Gefühle der Liebe kostet. Wenn es demnach der Gipfel der Gottesliebe ist, unentwegt und selbstvergessen Krishna, dem geliebten Radhas, Freude zu schenken, folgt die nächste Frage von allein. Wie wird man das lernen? Sri Raghunath Das Goswami betete einmal zu den Lotusfüßen Sri Sanatan Goswamis. Bilab Kusumanjali 6. Ich ergebe mich meinem Shiksha Guru, Sri Sanatan Goswami. Er ist ein Ozean von Gnade, untröstlich, andere leiden zu sehen. Ich war unwissend, blind und unwillig, doch er zwang mich mit sanfter Gewalt, den mit Entsagung vermischten Nektar der Hingabe, Bhakti Rasa, zu trinken. Sri Raghunath Das Goswami erlernte also die Kunst, Radha und Krishna zu dienen, von Sanatan Goswami. Und wie? Indem er von ihm hörte. Mit der gleichen Absicht, damit wir hören und begierig werden, schrieb Sanatan Goswami sein Priyat Bhagavatamrita, damit in uns ein Verlangen wachsen möge, Radha und Krishna zu verehren und so zu werden wie Gopa Kumara und Narada, Rag Anuga Bhaktas, mit spontaner Liebe. Er will Begierde in uns wecken, so dass wir schnell fortschreiten können. Auf dem regulierten Pfad ist Fortschritt gemächlich. Man verehrt Gott, weil man seine Macht fürchtet und seine Größe bestaunt. Man glaubt an die Schriften, dient treu und ergeben und erfährt schließlich Glück im Dienst. Rag Anuga Bhakti aber ist anders. Schon der Neuling fühlt sich unbeständig zu Krishna hingezogen und drängt darauf, ihm zu dienen. Und deshalb schreitet er mit Riesenschritten voran. Angenommen, wir lesen den 10. Kanto nicht. Wie steht es dann mit den Büchern der Goswamis? Mit dem Bhakti Ras Amrita Sindhu, Chaitanya Charitamrita und anderen. Sie handeln von denselben Themen. Oder die Unterhaltung Mahaprabhus mit Rai Ramananda. Oder sogar dem Rest vom Srimad Bhagavatam. Auch die anderen Kantos des Bhagavatam berichten schließlich von Krishnas Spielen, im Gespräch zwischen Maitreya und Uddhava etwa, oder im 11., wo die Gopis erwähnt werden. Im Grunde weist jeder Vers des Bhagavatam auf den 10. Kanto hin. Schon der allererste verherrlicht Sri Radha und ihre unerreichte Liebe. Der 3. Vers, er nennt das Srimad Bhagavatam die reife Frucht am Wunschbaum der Veden, enthält in verschlüsselter Form den 10. Kanto mitsamt allen Spielen. Somit dürfen wir nicht bloß den 10. Kanto, sondern das ganze Bhagavatam nicht lesen und das Chaitanya Charitamrita am besten nicht einmal in die Hände nehmen. Was bleibt also übrig? Raghunath Das Goswami empfiehlt, dient Radha Krishna unentwegt, massiert ihre Lotusfüße, bietet ihnen Betel an. Wer wird diese Dienste lernen, der nicht Bücher wie das Srimad Bhagavatam liest? Freilich muss man sich qualifizieren, Vertrauen nähren, Stetigkeit entwickeln und so weiter.
Doch selbst der anfängliche Wunsch, Radha Krishna zu erfreuen, wird sich nur einstellen, wenn man über ihre Spiele hört. Ansonsten ist man auch nach etlichen Leben nicht reif dafür. Gemäß den Regulierungen der Schriften zu verehren, ist nicht der einzige Weg, sich ihm zu nähern. Im Srimad Bhagavatam hatte Parikshit gefragt: Krishna, das höchste Vorbild, verbrachte seine Nächte, indem er mit Frauen anderer Männer tanzte. Warum überging er bewusst gesellschaftliche Moral und Gesetze? Shukadev Goswamis Antwort darauf war: Wie man sich Krishna zuwendet, so wird er es erwidern. Wenn selbst Dämonen ihn erreichen, die ihn beneiden und lästern, warum dann nicht die Gopis, die ihn lieben und durch transzendentale Lust zu erfreuen suchen? Weil Gottgeweihte die weltlichen Vorstellungen noch arg verhaftet sind, gewisse Vorsicht im Umgang mit den Gopis walten lassen müssen, haben unsere Lehrer wirklich vertrauliche Spiele in gesonderten Büchern behütet, wie im Krishna Bhavamrita und Govinda Lilamrita. Auch Shukadev Goswami verzichtete darauf, mit dem Rasatanz noch andere Spiele zu beschreiben, in Klammer wie das Farbenfest und das Schaukelspiel, weil er die Zuhörerschaft für ungeeignet befand. Wer sich unsicher ist, wird die vertraulichen Bücher also nicht lesen. Die Begierigen aber müssen sie auf jeden Fall studieren. Sri Chaitanya Mahaprabhu gab auch hier das beste Beispiel. Er lehrte zwei Arten des Dienstes, äußerlichen und innerlichen. Äußerlicher Dienst ist für alle. Jeder soll Krishnas Namen chanten, aus dem Srimad Bhagavatam hören und der Bildgestalt dienen. Wer aber Begierde zeigte, den wies Mahaprabhu an, nach Vraja zu gehen und sich ganz in Krishnas Spiele zu vertiefen, über sie zu sprechen, zu hören und nachzudenken. Fußnote 15: Sadakas mit Vaidhi Bhakti Adhikara folgen den fünf Bhakti Angas: Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavat Shravan und so weiter. Und die mit Lobha, Ragunuga Adhikara, folgen Tan Nama Rupa Charitadi Sukirtananu Smrityo. Es ist unsinnig, jemanden, der in Vrindavan lebt, in Vraja, wo jeder Strauch und jeder Stein Radha Krishna Spiele atmet, das Lesen des 10. Kantos zu verbieten. Seit jeher suchen Gottgeweihte in Vraja verschiedene Plätze auf, um sie zu verehren und dort zu beten. Sevakunj etwa, in dem sich Radha Krishna und ihre Freundinnen nachts herzklopfend treffen und aufregende Stunden verbringen. So geheim, dass selbst das Bhagavatam sich darüber in Schweigen hüllt. Woran sollen sie wohl denken, die Sadakas, wenn sie sich im Sevakunj verneigen? Sollen sie Ehrerbietungen nur in den Büschen und Bäumen darbringen? Was nützt es, nach Nidhovan und zum Chiragat zu gehen, wenn Krishnas süße Spiele dort ihr Gemüt nicht fesseln und bewegen? Wofür ihre Mühe zum Govardhan, Chandra Sarovara, Paitagrama und Radhakund zu laufen? Vielleicht sind sie keine befreiten Seelen, denen sich die Spiele dort direkt offenbaren. Aber dieses Kapitel darf keines sein, das ihnen auf ewig verschlossen bleibt und über das sie nie lesen dürfen. Wie der Herr verehrt und verstanden wird, ist nicht für jeden gleich. Sadakas, die sich noch in Bhakti üben, folgen anderen Regeln als verwirklichte Seelen. Sridas Goswami belehrt hier die Sadakas,
wie sie sich schrittweise zur Verwirklichung erheben können. Ein Sadaka sollte Chaitanya Mahaprabhu so sehen. Nandas und Yashodas geliebter Sohn ist in Jagannath Mishras und Sajidevas Haus noch einmal erschienen. Yashoda Nandana wurde Sajinandana. Dieser Sajinandana ist über alle Maßen gütig. Er kam aus Goloka Vrindavan, seinem Reich des Friedens und Frohsinns, um im unfrommen, finsteren Kali-Yuga die unglücklichen Seelen zu segnen. Er selbst genoss die göttliche Liebe Radharanis und die trostlosen und ausgehungerten Herzen überflutete er mit ungekannter Seligkeit. Ja, er brachte selbst wilde Tiere dazu, sich in Liebe zu umarmen. Krishna segnete gelegentlich einen vom Glück Begünstigten mit Liebe zu Gott. Sri Chaitanya aber verteilte diese Liebe mit vollen Händen. Zwei Absichten verfolgte er dabei. Zum einen wollte er kosten, was Krishna selbst nicht kosten konnte, unerreichte höchste Liebe zu ihm selbst, Srimati Radhikas eigene liebende Ekstase, in Klammer, und er genoss sie in Jagannath Puri nach Herzenslust. Zum anderen wollte er die Welt in die Glückseligkeit des Dienstes zu Sri Radha tauchen. Fußnote 16. Mahaprabhu kostete selbst Radha Bhav, predigte aber Manjari Bhav. Uns, die wir durchs materielle Dasein irren, ist göttliche Liebe fremd und wir haben nur eine Möglichkeit, sie zu erhalten. Unter der Führung von Sadhus die heiligen Namen chanten. Daher erschien Chaitanya Mahaprabhu zusammen mit Krishnas Namen und seinen persönlichen Gefährten. Er brachte beispielsweise die 8 Hauptgopis und ihre Manjari-Freundinnen mit sich. Srimati Radhika kam als Gadadhar Pandit und Vishakha und Lalita wurden Ramananda Rai und Swarupa Damodar. Brahma und Prahlad kamen als Haridas Thakur und auch Sri Balaram predigte als Nityananda Prabhu, Mahaprabhus Mission mit beispielloser Kraft. Nur wer Chaitanya Mahaprabhu verehrt, kann Sri Radha Krishna verehren. Das ist eine endgültige Wahrheit, aber sie muss auch richtig verstanden werden. Denn die Schriften warnen, diene nur einem Herrn, verehre nur eine Form Gottes. Man könnte hier einen Widerspruch sehen. Wem soll man nun seine Seele weihen, Chaitanya Mahaprabhu oder Radha Krishna? Srila Bhaktivinoda Thakur im Jaiva Dharma und im Navadvip Dham Mahatmaya rückte diese Angelegenheit ins rechte Licht. Zum Glück, möchte man meinen, denn es gibt diesbezüglich viele Fehlauffassungen. Manche Leute behaupten, es spiele keine Rolle, wen von beiden man verehre. Es gebe keinen Unterschied zwischen ihnen. Zur Zeit Bhaktivinoda Thakurs war in Bengalen eine Unsitte populär, die Praxis der Gaura Nagaris. Ihre Jünger verstanden sich als Gauras, in Klammer Chaitanya Mahaprabhus, Geliebte, und Mahaprabhu als ihren Liebhaber. Ihre Idee war die: In der spirituellen Welt sind wir Krishnas Geliebte, Krishnas Gopis, und Chaitanya Mahaprabhu ist von Krishna nicht verschieden. Also wird auch Mahaprabhu Liebschaften unterhalten und wir können seine Auserwählten sein.
Solche Hirngespinste hatte Mahabubu selbst strikt von sich gewiesen. Er zeigte andere Spiele als Krishna und trat nie als Liebhaber auf. Gauranagari Praxis ist von Grund auf unsinnig und Sri Rupa Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur und Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada haben sie deshalb auch philosophisch widerlegt. Andere wiederum glauben, man müsse Radha Krishna und Mahababu getrennt verehren. Sie können sich nicht vorstellen, wie beides gemeinsam möglich sein soll. Ein Beispiel dafür liefern die Sahajiyas, die in Unkenntnis der komplexen transzendentalen Gesetze es ebenso ablehnen, Bildgestalten von Gauranithai zu verehren. Die erklären, man dürfe nur Mahababu annehmen, nicht aber Nityananda. Wir für unseren Teil installieren in unseren Tempeln Mahababu, Radha Krishna und auch Gaura Nityananda, denn sie sind voneinander nicht verschieden. Sri Mahababu hatte gelehrt, Radha Krishna zu verehren und ihre Namen zu chanten. Er verlangte nicht, dass wir ihn verehren, doch es sollte deswegen keinem in den Sinn kommen, ihn für weniger wichtig anzusehen. Srila Bhaktivinoda Thakur erklärt, dass wir uns, bevor wir Radha Krishna verehren, an Mahababu erinnern müssen. Das ist der Vorgang, und er widerspricht nicht dem Gebot, sein Herz nur einem Herrn zu schenken. Denn Sri Chaitanya und Radha Krishna sind eins. Unser Gebet soll sein: Chaitanya Mahababu, du bist grundlos barmherzig. Du bist mit den Gefühlen Sri Radhas erschienen, um uns Liebe und Hingabe zu lehren. Wer so betet, dessen Verehrung wird gewiss Früchte tragen. Zunächst muss man Sri Chaitanya Mahababu als Meister und sich selbst als Diener verstehen. Wer das verinnerlicht hat, dem wird sich Mahababu als Radha Krishna offenbaren, und fortan kann er in Radha Krishnas Geheimnisse eintauchen. Wer aber nicht über Gauranga meditiert, dessen ganze hingebungsvolle Praxis ist vergebens. Was Sri Guru betrifft, er ist der Vertreter, der Repräsentant Gottes. Darin sind sich die Schriften einig. Im Srimad Bhagavatam spricht Krishna selbst: Acharyam Mam Vijaniyat. Der Guru bin ich. Das Sri Chaitanya Charitamrita bezeichnet den Einweihungsguru als Krishna Rupa, Krishnas Form, und den Ausbildungsguru als Krishna Swarupa, Krishnas Wesen oder Natur. Ohne Sri Guru gedient zu haben und ohne von ihm gesegnet zu sein, bleibt spiritueller Dienst zu Radha Krishna eine bloße Wunschvorstellung. Gurudeva für geringer, für weniger wichtig als Krishna zu halten, wäre ebenso töricht. Man muss ihm ganz im Gegenteil sogar mehr ergeben sein als dem Herrn. Der Guru wird von Krishna, von Sri Mukunda, sehr geliebt. Der Herr sagt, derjenige wird erfolgreich sein, der erst den Guru und anschließend mich verehrt. Wer anders versucht, bemüht sich umsonst. Hari Bhakti Vilas 4.344. Nur wer diesem von Krishna selbst gewiesenen Weg folgt, kann dem transzendentalen Paar dienen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Der ernsthafte Neuling verehrt Gurudeva zunächst so, wie er seinem Auge erscheint, als Sadaka. Er dient ihm vertraut und mit tiefer Liebe. Er weiß, mein Guru ist ewig mein wohlgemeinter Freund. Und er strebt nach der Liebe, die im Herzen des Meisters wohnt.
Er sieht ihn durch das Medium seiner Worte. Das heißt, er dient dem Guru, indem er seinen Anweisungen folgt, weil er versteht, dass sein Dienst sonst materiell wird. Er ist sich darüber im Klaren, dass sein Guru eine Manifestation Gottes ist. Krishna ist der Gott, der Liebe genießt, und Sri Guru ist der Gott, der Liebe gibt.